Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 RSPDFA. Wie in der letzten Folge versprochen, bin ich gerade unterwegs zu dem Einsatz mit der Bombe. Zwecks Bombenentschärfung hoffe ich doch mal. Und ebenfalls wie versprochen mit einem anderen Fahrzeug. Wir sind mal mit einem SUV unterwegs, dem Chevrolet Tahoe. Es müsste der sein von Gump. I have eyes on the target. So. Okay. Täuscht das? Das hat getäuscht, ne? Das sah gerade so aus, als ob er schweben tut. Der lässt aber Spuren in der Luft. Okay. Komisch. Ich habe irgendwie so mal nachgeguckt bezüglich der Serie Rookie Blue. Wird so verglichen mit Grace. Hoffe. Lol. Mein Auto ist ja gesprengt scheinbar. Ui. Checker Ausblick. Grey's Anatomy. Mit der Serie Grey's Anatomy wird das gerne verglichen. Halt nur quasi als Polizeiserie und nicht halt als diese Arztserie. Von daher, ist das vielleicht wahrscheinlich so auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ich will da nichts Falsches sagen, deswegen letztendlich, naja, muss ja jeder selber wissen, kann ja mal gucken, kann ja jeder selber mal gucken, ob er die Serie gucken möchte oder andere sich dafür interessiert, einfach mal schlau machen. Das ist übrigens der Chevy Tahoe. Oh, guck mal hier, ne? Das ist hier dieses mit der wie heißt es, Ghost Textur, ne? Die Ghosted Version. Nee, doch, ja, auf jeden Fall. Das Fahrzeug verfügt natürlich auch um einige Extras. Eins war irgendwas im Fahrzeug. Da spawnt irgendwas. Ich weiß aber nicht so genau, was das sein soll. Ich kann es nicht sagen. Das ist, glaube ich, so ein Laser-Missgerät, ne? Was die Amerikaner benutzen. Genau, aber was ich eigentlich haben wollte, war... Genau, das spawnt das extra Licht, also den Suchscheinwerfer, genau. Den wollte ich haben. Alles andere sind so kleine Gimmicks wie. Was ist denn 4? Genau, die Antennen da oben und dann gibt es da noch extra Antennen und dann hier so ein ALPR-System ist das, glaube ich, ne? Bin mir nicht sicher. 7777, das habe ich vorhin auch rausgefunden, was das war, genau. Irgendwas, was hier vorne rankommt. Gut, dann das kann man noch einschalten, genau, so. Und das sollte es auch gewesen sein, an Extras. Was ich aber eigentlich machen wollte, war das Livery ändern. Ich habe verschiedene Liveries drauf gemacht, von der Los Santos Police, der Textur, die ich aktuell nutze. Halt als Traffic-Version, ganz weiß, als Panda-Version, halt normale Patrouillenfahrzeug. Und das hätte ich normalerweise auch nehmen können von dem Bombeneinsatz. Dementsprechend diese Ghosted Version, wo der Police-Schriftzug so ein bisschen nur durchschimmert. So, aber wir nehmen natürlich die Standard-Traffic-Version, die Standard-Streifen-Version. Und werden mal gucken, welche Einsätze mit so einem schwerem und behäbigen Fahrzeug, sage ich mal, möglich sind.
weiß gar nicht, wenn es sowas bei den amerikanischen Polizeieinheiten gibt in der Stadt, was die dann für Aufgaben mit solchen Fahrzeugen übernehmen. Ich meine, Verfolgungsjagden werden es nicht sein, oder? Ich meine, gut, in Amerika sind die Fahrzeuge natürlich ein bisschen großmotoriger ausgelegt, ne? Aber ich meine, nichtsdestotrotz, ich meine, das Ding muss ja einen CB-Wert haben wie ein Backstein. Von daher glaube ich... Das war das Fahrzeug, ne? Glaube ich mal, dass das wahrscheinlich eher so von Chiefs oder so genutzt wird, solche Fahrzeuge. Im realen Leben. Aber gut. Falls ihr auch wisst, wo solche Fahrzeuge oder wofür solche SUVs eingesetzt werden, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas bei der Los Angeles Police oder wo auch immer gibt. Ich würde mich immer interessieren, für welche Einsatzgebiete, Aufgabengebiete diese Fahrzeuge eigentlich tatsächlich herhalten müssen. Ich meine, um Standardfahrzeuge natürlich anzuhalten, also standardmäßige Kontrollen. Das machen wir mal. Reicht es natürlich aus, ne? Ist natürlich nur doof, wenn es zu einer Verfolgungsjagd kommt. Ist natürlich nicht so solide. Also warte mal. Also, das muss ich gar nicht drücken. Ich sollte aber mal Verstärkung dazu rufen und dann auch ein bisschen aggressiver da gestalten, ne? Okay, das hat natürlich nicht funktioniert. Slightly aggressive. Okay, das machen wir. Und jetzt brauchen wir noch Verstärkung. Wo ist er? Ach so, das muss man mal wieder wegmachen, ne? Backup needed in downtown Vinewood. Hey, komm, das ist ja Militärfahrzeug. Local Air Support, nimm mal das hier ein. SWAT Team, hey, komm, alles ja. So, so, ich wollte gerade versuchen, mit dem Fahrzeug durchzukommen. Jetzt haben wir schon mal eine recht nette Verfolgungsjagd wieder mal am Start. Drei Unterstützungseinheiten, was ist mit dir los? Man fährt noch nicht. Okay. Ey, was schieße ich denn hier überhaupt? Sag mal, klingt ja böse. So. Das ist schon mal ein paar Reifen weniger, da sollte der Verfolgungsjagd ein Ende setzen. Komm raus, da raus, raus, raus. Oh, nein, Mensch. Wenn man die so ein bisschen auch nur leicht aggressiv macht, machen die ganz schön viel Schramm in mein Auto. Warum verfolgt der Helikopter mich? Du sollst den da verfolgen. Hui. Du hast ja keine Chance mehr. Raus da, raus, 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 raus. Oh meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Komm, steig aus. Steig aus jetzt. Schluss mit lustig. Mach er doch schon. Er gibt doch schon auf. So. Was ist das da? Du Vollhong, du. Du hast meine Tür abgefahren. Backup required for a suspect placed under arrest in Rockford Hills. Das fand ich mal ganz lustig. Hey, warte mal, das ist doch kein Polizeifahrzeug, oder? Wir werden sie mal kommen. All units, we have in Rockford Hills. Nee, den wir nicht haben. Driver under Influence. Machen wir das. Gut, okay. Jetzt nehme ich wieder meine Tür ab. Super. Was
Sind die nicht in Ordnung? Haben wir uns nicht über die Straße? Hallo. Ich muss hier unter Alkohol- oder Drogeneinfluss muss ich hier gerade mal jemanden jagen. Vielleicht ein Länder. Vielleicht über einen Golfplatz, oder? Das ist doch das Areal des Golfplatzes. Oh, warte mal. Falsch gebogen. Oh. Ja, es ist ein bisschen nicht so einfach. Es schätzt sich schon ein bisschen anders wie so ein Dodge Charger oder so ein Crown Victoria. Weiß natürlich trotzdem nichts, nichtsdestotrotz ist es natürlich noch sehr arcade-lastig. Halt ganz GTA 5-like oder GTA-like. Ist halt keine Simulation, aber ich meine gut, so ein Hauch Realismus bei der Fahrzeugphysik ist ja mit dabei. Ja, ich darf das beim Officer. Warte mal, wo ist denn der überhaupt da? Also wenn der nicht besoffen ist oder unter Drogen steht, na weiß ich es auch nicht. Das Schöne ist, wenn wir den hier anhalten, den müssen wir nicht beiseite lenken. Der steht nicht im Weg. So. Na guck mal, ich habe auch so ein SUV. Irgendwie ist meiner schöner. Der hat viel mehr Licht. Darf ich mal bitte den Schlüssel haben? Das wäre voll nett. Super, dann können wir die Unterhaltung begehen. Hello. Hello. Was machen Sie denn hier auf dem Golfplatz? Ne? Das ist ja... Kiflam. Jetzt haben wir deinen Ausweis her. Lynne Johnston. Nehmen wir mal nach, oder ist Linda Johnston. Johnston. So, mal gucken. Ist das richtig oder falsch? Richtig. Your license is valid, no active warrants. Okay, also steht, liegt eigentlich nichts an für diese Frau. Außer halt, dass sie hier beim Golfplatz irgendwie ein bisschen verwirrt fährt. Mal fragen, haben wir irgendwas Illegales? Ist das natürlich hier Business and no more rights? Okay, haben sie was getrunken? Was für eine flachsige Antwort. Das machen wir ja mal gleich. Kurz Alkoholkontrolle gucken. Jo. Ja, das ist doch schon mal nicht schlecht. Haben wir auch Drogen genommen? Nope. Hat letztens auch einer gesagt, habe ich Drogentests gemacht? Ja, war es Cannabis. Also, ich meine, gut. Drogen sind Drogen. Okay, ganz ehrlich gesagt, ich frage auch gar nicht, ob ich das Order Out of Vehicle, genau. Ich frage gar nicht, ob das Fahrzeug durchsuchen darf. Das werde ich gleich tun, indem ich aber erstmal hier festnehme. Alter. Kann man denn mit solchen Schuhen Auto fahren? Da muss man doch nicht mal besoffen für sein, ne? Pfennig absetzen, ein Auto fahren. Warte mal, Pfennig absetzen, das ist doch eigentlich auch alt, ne? Hast du nicht schon Cent absetze? So, warte mal. Backup required for a suspect placed under arrest. In the GWC Engulfing Society. Roger. Ich weiß gar nicht, ob du hier wirklich abgeholt werden kannst. All units, we have a possible 503 on Americana nee. Way. Ah doch, meine Kollegen britzeln hier auch über den Golfplatz. Das ist okay. So. Ja, eigentlich ein schönes Fahrzeug, ne? Ist natürlich nichtsdestotrotz immer noch so ein Chevy Tahoe, ne? Sieht nett aus von dem Ganzen. Citizens reporting an assault on a civilian in the GWC Engulfing Society. Hat natürlich auch richtig fettes Licht. Das ist aber nicht der. Nee, das ist. Das müsste der von. Ich will da mal gucken. Ups. Nee, das kann ja nicht von Black Jesus sein.
Black Jesus seiner, der hat nämlich noch diese Zierleiste drin, was immer mit der Textur ein bisschen schwierig ist. Hatte ich in der Texturenvorstellung schon gezeigt. Weil da naja, verschwindet halt dementsprechend was unter der Zierleiste. Ich weiß, dass der Macher dieser Textur meine aktuelle Dingstextur hat, hier Sheriffs. Also, was wird hier los? Epileptischer Anfall oder was? Der da hupt, ne? Meine Blaine County Sheriffs Textur hatte man da. We've got a suspect resisting arrest in Rockford Hill. Schon wieder eine Frau am Steuer, meine Güte. Also dieser Brad M, der macht ja auch nicht ganz nette Texturen. Also wie gesagt, ich nutze ja von ihm auch von Blaine County die Textur und da hat schon jemand festgestellt, dass diese Textur bei dem Chevy Tahoe von Black Jesus sehr Zierleiste Probleme gibt. Da hat er auch schon ein Update für rausgebracht. Ich hoffe mal, das bringt er für meine aktuelle Los Santos Police Textur auch nochmal raus. Ich meine, nichtsdestotrotz würde ich mich auch umso mehr freuen, wenn ich endlich mal die letzten verbliebenen Fahrzeuge mit der Los Angeles Textur, also Los Angeles Police Textur, endlich auch mal. Ändern könnte. Roger. Ansonsten lässt dieses Texturenpaket halt für mich halt kaum noch Wünsche offen. Warte mal, wo sind denn die Kollegen? Das Fahrzeug, was du geklaut hattest, da steht immer noch rum, ne? Warte mal, das räumen wir mal kurz beiseite. Sonst geht das hier nämlich überhaupt nicht weiter. Sehen wir sie gar nicht, wo die Kollegen sind. Also warte mal. So. Achso, die stehen da am Bus. Ah, macht Sinn. Ich weiß gar nicht. Ich spawn hier mal ein bisschen schneller dabei. Da sind sie. Wunderbar. Attention all units. We have a civilian in need of assistance in the GWC Engulfing Society. Ein Police-Impersonator? Nee, schon wieder? Nee, das brauchen wir nicht, oder? Sind zwar ganz nette Verfolgungsjagden mit bei und so. Aber wir wollen doch nochmal was Leichtes haben. So, yes, which is the... Dispatch calling unit 1, Adam 12. Nee, we have a traffic alert for trespassing on government property. Na gut. Wir machen das. Officer, get to the scene. Dann machen wir auch noch. So. Dann machen wir mal hier die Sirene an. Und die dazu. Jawohl. Das macht doch Krach. Oh, warte mal. Ganz vergessen, hier ist ja keine Tür drin, oder? Warte mal, wir waren jetzt hier der Bewaffnete. Weißt du das? Was ist denn du deine Waffe hin? Ich muss nur die erste fallen lassen, ne? Sehr löblich. Ja. Eigentlich wollte ich ja rechtzeitig anhalten, aber der ist dann wahrscheinlich aufgrund der fehlenden Tür einfach mal aus dem Fahrzeug rausgesprungen. Ja gut. Boah, das ist ja glücklicherweise in GTA. Backup needed for a suspect placed under arrest in wenn man hier mit 10 bis 20 Meilen von so einem SUV erwischt wird, dann steht man einfach wieder auf. So, jetzt ist mein SUV wieder geklaut worden. Scheint irgendwie ein Problem zu sein, was
entweder beim Traffic Police, also beziehungsweise bei dem ach Mensch, mit dem Plugin zu tun hat, was hier Arrest Manager, genau. Oder aber es hat einfach mit der Summe an Fahrzeugen, die ich halt über die Konsole halt spawnen kann, Add-on-Fahrzeuge, genau. Kommt schon drauf. Oder mit Add-on-Fahrzeugen zu tun. Ich bin mir da nicht ganz schlüssig, aber na gut. Ich denke mal, das sollte es auch für heute wieder gewesen sein von dieser Folge. Oder mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich dann freuen, mal ein paar Kommentare zu lesen oder Daumen hoch. Schreibt mir auch gerne, was ihr euch mal wünschen würdet, in einer Serie zu sehen. Vielleicht auch fahrzeugmäßig, irgendwas Besonderes. Von daher würde ich sagen, beende ich das Video und ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Vergesst nicht Daumen hoch. In dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.